Hallo und schön, dass ihr wieder bei mir reinschaut, dass du da bist. Das freut mich sehr. Heute habe ich ganz besondere Taschen für euch. Alles Upcycling genäht, einfach genäht, auch für Anfänger. Und zwar Upcycling aus alten Jeanshosen, abwaschbaren Tischdecken, die vielleicht eine Macke haben, ein Schnitt, ein Loch, aber andere Teile sind noch schön zu verwenden. Die Taschen sind super als Badetaschen, Picknicktaschen, als Wickeltaschen, als Taschen für das Strandspielzeug der Kinder. Die lassen sich auch richtig groß machen, dass der Sonnenschirm reinpasst, ein Strandstuhl, die Buddeleimer der Kinder mit den Buddelschaufeln dazu. Dann kann man es schön tragen als Rucksack oder über die Schulter. Und wie einfach das geht mit einem ganz, ganz simplen, einfachen Schnitt und ganz einfach genäht, das zeige ich dir jetzt. Und die Kissen, die du siehst, rechts und links mit den Mohnblumen, sind auch als abwaschbaren Tischdecken für draußen Dekokissen. So, und jetzt erstmal die tollen Taschen. Meine Idee, Entwurf und Fertigung für dich, für euch. Und das ist die süße Nala. Die muss immer dabei sein. So, was brauchen wir jetzt für diese besondere Tasche? So, die Tasche aus abwaschbaren Tischdecken, Segeltuch und, habe ich schon gezeigt. Jetzt geht es an die Jeans-Tasche. Die Grundform ist dieselbe. Deswegen füge ich immer mal wieder vom Video die Maße ein und erkläre es. Aber bei der Jeanshose ist es ein bisschen anders. So, ich habe erstmal das Hosenteil oben abgeschnitten, wie eine Short. Kann man da noch eine Tasche draus machen. Und jetzt muss man gucken. Hast du eine Herrenhose, passt vielleicht deine Decke super hinein. Rollen, entweder so eine gestrickte, habe ich auch schon gezeigt, wie das geht, oder die gekaufte. Also roll sie zu einer Wurst zusammen und leg sie auf und guck, würde das reichen. Bei mir reicht es nicht, das ist eine Jeans von mir. Also nehme ich einfach zwei Teile. So. Ich habe jetzt eine Länge von 64 cm, welche ich brauche. Und dann habe ich wirklich die zwei Beine abgeschnitten und schneide mir auf 64 cm. Alles kann man verwenden. Das auf jeden Fall auch. Das gibt ganz coole Täschchen, die man auch aufbringen kann. Kann man dann auch für eine Tasche nehmen auf. Der Tasche, jetzt für eine Trinkflasche, für eine kleine Regenschirm oder so. Wie gesagt, du kannst deine Herrenjeans nehmen, wenn es groß genug ist, für die Rolle. Einfach mal einstecken ins Bein. Dann hast du genau gesehen, ob sie passt oder nicht. Dann schneidest du auf Länge ab. Du brauchst unten für die Rolle 2 cm, also für die Decke 2 cm mehr und oben 8 cm Minimum. So, ich muss mein Hosenbein jetzt aufschneiden. Die schönen dicken Nähte kann man schön als Kontrastnähte verwenden, wenn man das bei der Jeans hat. Und ich schneide mir jetzt da hier die Naht auf, bei beiden Beinen. Und das machen wir erstmal. Wie gesagt, aber nur, wenn du keine Herrenjeans hast, die sowieso passt. Bei beiden Beinen. Schnitt ist. Und dann nimmt man die Rolle und das Stück, das es rundherum passt. Man kann das mit dem Maßband ausmessen. Einmal die Breite rundherum. Dann die Länge plus hier 2 cm und hier oben mindestens 5, eher noch 8, wenn jetzt geschlossen werden soll. Und da schneidet man sich aus dem Stück der abwaschbaren Tischdecke aus, plus einen Kreis, plus 2 cm Naht
für die Unterseite. Natürlich kann man auch eine selbst gestrickte Decke nehmen. Das ist meine, so ein richtig großes Blade. Hier habe ich gezeigt, wie sie geht. So, und dann rollt man sich die auch ein, aber ich muss dritteln in der Größe. Und dann kann man genau das gleiche machen und hat wirklich eine super Tasche, um das überall mit hinzunehmen. Dann habe ich auch eine Rolle und kann es genauso verwenden bei der gestrickten Decke. So, und dann schneiden wir jetzt erstmal zu. Wie gesagt, messt bitte eure Decke im gerollten Zustand aus. Einmal die Länge plus unten 2 cm und oben 5 bis 8 cm. Und den Umfang plus nochmal 2 bis 3 cm für die Naht. Plus einen Kreis vom Stoff nochmal. Und von dem Rest, wenn du möchtest, kann man noch extra eine Tasche aufnähen, dass man vielleicht nochmal eine Trinkflasche oder so einschieben kann. Und wir brauchen noch die Bänder für den Tragegurt. Man kann zwei machen, dass man es wie einen Rucksack tragen kann, oder eins für die Schulter. So, und das machen wir jetzt erstmal und dann zeige ich es nochmal. So, ich habe jetzt zwei Teile und man sieht, die sind ja oben viel weiter als unten. Die lege ich aufeinander. Vielleicht sind sie bei dir genau gerade und du hast nur Röhrenjeans, dann brauchst du es nicht machen. Wir brauchen aber eine Naht, die komplett, also einen Schnitt, eine Kante, die komplett gerade ist, weil ich muss sie ja miteinander verbinden. So, dann lege ich die aufeinander und schneide gerade hoch. Hier unten sieht man ja, hier ist es gerade, oben wird es weiter. Dann kann ich das hochklappen, ziehe mir das auseinander. So, und dann schneide ich auf der Seite das einmal ab. Weil dann nähe ich es zusammen. Auf der anderen Seite lasse ich es erstmal. So. Wie gesagt, weil ich ja zwei Teile brauche für meine Jeans, nähen wir jetzt erstmal hier die Seitennaht zu. Einfach ein Geradstück, ist die Kamera wieder ausgegangen. Rechte Seite auf rechte Seite, ne? Schöne Seite innen. Dann die Außenseite und dann nehmen wir die Nähmaschine und nähen hier einfach mit einem Geradstich auf 3 runter. Zeige ich aber gleich noch. Muss ich nur ein bisschen umbauen jetzt. So, ich habe jetzt mal einen weißen Faden drin, damit man das besser sieht. Du nimmst bitte den Faden, der am besten hast. Ich versäubere es auch nicht. Ich finde es ganz cool, wenn es ein bisschen ausfranst. Du kannst aber gerne, nachdem die gerade Naht ist, direkt am Rand nochmal einen Zickzackstich machen. Anfang ist immer wichtig hin und her. Und dann verbinden wir das Ganze. Einmal gerade hochgenäht mit einem Dreierstich. Bei mir geht es bis 4. Und am Ende der Reihe natürlich auch wieder hin und her, weil es muss ja halten. So, und dann haben wir die Naht schon mal geschlossen. Und wie gesagt, dann müssen wir alle anderen Teile, wie ich das zeige, an der Abwaschbahnstecke aufzeichnen, zuschneiden, alles aus der Jeans. So, was sehen wir? Lauter Jeans. So, wir haben hier den Grundteil für den Körper der Tasche. Dann habe ich mir hier die Po-Tasche ausgeschnitten. In der Größe, so wie du das schön findest. Die nähe ich drauf. Die werde ich auch nicht versäubern, weil ich das mag, wenn es ausfranst. So, die kommt dann drauf. Wenn man jetzt ja diese Ösen noch machen will zum Verschließen, habe ich mir Streifen geschnitten, weil im einen hatte ich es nicht. Die nähe ich dann einfach nur zusammen mit einer kleinen Naht zu einem langen Band. Und dann nähe ich es zusammen. Das zeige ich aber dann anhand noch der Abwaschbehandelstecke. Aber man kann wirklich immer so kleine Streifen nähen und die zusammennähen. Dann aus der anderen Po-Tasche habe ich mir den Boden der Jeans-Tasche genäht. Kannst du natürlich auch vom Rest der Tasche nehmen, von der Rest der Jeans nehmen, was übrig ist. Bei mir war soweit nichts übrig. Fand es ganz cool. Und dann natürlich noch das Band zum Tragen. Auch nochmal Streifen. So, wenn du zum Beispiel noch
die Unterseite hast von den Beinen und möchtest das verwenden. Ich zeige mal, wie man die ineinander näht. Wir machen eins links und das rechte kommt hinein. So. Dann legt mir die so aufeinander, rechts auf rechts, also schöne Seite auf schöne Seite. Und dann fährt man mit der Nähmaschine einmal rundherum, immer rundherum. Dann zieht man es auseinander und hätte eine ganz lange Tasche noch, die man auch noch auf die Hose nähen könnte. So, und jetzt zeige ich anhand der Abwaschbandtischdecke, wie wir es zusammennähen. Als erstes kommt die Tasche drauf. Dann muss das Band noch genäht werden und. Geht ganz easy. Und wenn man jetzt ein Hosenband Beine hat, was geschlossen ist, zeige ich gerade noch mal. Also hier ist dann die geschlossene Seite. Dann nimmt man das genähte Band, weil es man als Trageband nehmen möchte, und näht das wirklich nur an der Naht außen drauf. Hier. Nur so ein bisschen direkt an der Naht, die sowieso vorgegeben ist, mit dem geraden Strich hoch und runter. Und auf der anderen Seite oben auch. Dann hat man das auch. Komplizierter wird es natürlich, wenn man da noch eine Tasche drauf haben will. Das muss man sich dann wirklich gut feststecken mit Stecknadeln und muss dann, wie bei meiner Nähmaschine, das ist extra für sowas, das Kästchen runter machen und den Kämmern auch im geschlossenen Zustand das annähen. So, und jetzt zeige ich das Zusammennehmen anhand der Abwaschbandtischdecke. Abwaschbandtischdecke, ja gut, kann man auch sagen, ist aus einer Abwaschbandtischdecke die andere Tasche. So, die Teile, die ich jetzt für meine Tasche zuschneiden musste, für die Außentasche ist es 24 cm breit und 30 cm hoch. Der Boden hat bei mir einen Durchmesser von 20 cm. Der Tragegurt ist 90 cm lang und 8 cm breit. Und das Stück für die ganze Rolle ist 60 cm breit und 48 cm hoch bei mir. Weil meine Breite nicht ganz gereicht hat, habe ich das nochmal ein Stück angesetzt. Genau dasselbe beim Gurt. Es hat nicht gereicht, also setze ich einfach an. So, und jetzt nähen wir das Ganze zusammen. Zuerst die Außentasche. Anzeichnen bitte auch immer auf der linken Seite. Den Teller jetzt als meine Vorlage plus 2 cm Naht. Wird ausgeschnitten mit Naht. Soll ja genug Volumen haben, damit es auch gut reingeht. Und dann ist es wirklich wetterfest, regenfest. Auf jeden Fall das mit Abwaschbandtischdecken, aber mit der Jeans auch wirklich ganz toll. Noch ein Tipp von mir, wenn ihr das mit einer Zickzackschere alles zuschneidet, weil wir es ja nicht versäumen müssen, das franzt ja nicht aus, sieht das auch ganz, ganz toll aus. Und bei der Jeans würde ich es auch nicht groß versäumen, weil da sieht das Ausgefranste wieder cool aus. Genäht wird es ganz genau so gleich, nur dass du halt das Hosenbein benutzt. Und die Außentasche ist etwas schwieriger aufzubringen, weil das ungeschlossene Zustand sein muss. Weil wir machen ja nicht extra das Bein auf. Und nähen dann die Tasche drauf und nähen es dann wieder zu. Das muss dann drüber hingestülpt werden und so festgenäht. So, die Außentasche setze ich jetzt an mit ungefähr 8 cm Abstand von der Naht und nähe eine gerade Naht runter auf der Seite. Dann kommt die Unterseite dran. Die muss aber in einer Falte noch zusätzlich gelegt werden, sonst haben wir kein Volumen, damit die Flasche reinpasst. Dann lege ich mir hier eine Falte. So eine Falte, ungefähr 2 cm und nähe das hier unten auch noch mal an und dann gehe ich wieder hoch. Muss natürlich
dann ein bisschen in die Falte versetzt sein, damit wir das Volumen haben, damit die Flasche reinpasst, sonst wird das zu eng. Dann muss man es ein bisschen nach innen schieben. Zeige ich jetzt aber nochmal beim Nähen. Geht halt ein bisschen schwieriger wegen dem Muster, aber ich erkläre ja genug. So, wir nehmen einen Geradstich. Bei mir ist es die 3. Ich habe 4 Größen. Man kann es auch erst vorsichtig mal mit ein bisschen Kleber, Tesa oder so ankleben. Das hilft. Mit Stecknadeln würde ich es diesmal nicht feststecken, weil wir dann einfach Löcher drin haben. So, und dann gehen wir Füßchen breit, oben gut festnehmen, hin und her. Dann gehen wir Füßchen breit von der Naht nach unten. Das Tesa kann man wirklich dann nachher gut abziehen, aber man hat es wenigstens fixiert. Ich bin an der Ecke, mache die Nadel nach unten, heb das Füßchen hoch, drehe es herum und bin dann an der Unterseite. Ich muss immer aufpassen, dass die Kamera jetzt nicht kippt. So, Unterseite. Wir legen die Falte in der Mitte, so ungefähr 2 cm, Füßchen runter, nähen fest. So, wir sind an der Ecke, kann man auch ein bisschen nochmal hin und her machen. Nadel nach unten, hochgehoben, das Ganze gedreht. Und jetzt müssen wir wirklich sehen, dass es Volumen gibt, dass die Falte sich bis oben sozusagen fortsetzt, obwohl wir sie nicht festnähen. Also einfach die Falte festhalten und gerade hochnähen. Wie gesagt, deswegen ist es gut, wenn man es mal ein bisschen festklebt. Aber wir brauchen diese Falte, sonst reißt es aus, wenn man was einsteckt. Braucht ja nicht nur eine Wasserflasche sein oder so, kann ja ein Regenschirm sein. Oder die Schaufeln vielleicht von den Kindern, die Sandschaufeln. So, und dann nehmen wir es hoch. Mit Jeanshosen, also gerade Herrenhosen, so richtig schöne große, habe ich jetzt für den Strandstuhl Hüllen genäht. Für den Sonnenschirm, den wir mit an den Strand nehmen. Und bei dem Sonnenschirm stecken dann noch die Angeln drin für die Kinder. Plus die Buddelschaufeln mit dem langen Stiel. Unten drinne. Es wird genauso genäht, die Tasche, die ich jetzt erwähne. Unten drinne habe ich die Sandeimer reingestopft. Ganz unten rein, so 2, 3 ineinander. Das ist sozusagen der Boden in der Tasche für den Strand. Darin kommt dann, wie gesagt, der Sonnenschirm, der Strandstuhl, die Angeln für die Kinder, bloß die Buddelschaufeln. Und dann habe ich wirklich so eine lange Röhre aus einer Jeanshose gemacht. Wenn man noch mehr braucht, nimmt man einfach 2 Beine, schneidet die Nähte auf und näht die Beine zusammen, dass das Volumen, der Umfang größer wird. Und dann hat man so eine tolle Tasche für den Strand, wo alles reinpasst. Und aus Jeans sieht es immer cool aus. So, das ist jetzt die Tasche. Jetzt müssen wir als nächstes das Band zusammennähen. Ganz easy. Wie gesagt, wenn man 2 Bänder dran macht, kann man es als Rucksack machen. Macht man nur 1, ist ein Trageband. So, wir klappen es einfach zusammen. Wir brauchen es ja nicht versäubern. Und nähen beim geraden Stich die ganze Länge runter. So, und jetzt nehmen wir erst das Band. So, als nächstes schließen wir die Seitennaht, aber da legen wir das Band noch ein. Das Band muss nach innen. Als nächstes legen wir das Band ein. Das muss nach innen. Gucken, dass es nicht verdreht ist. Mit dem Abstand oben etwa so 10 cm und unten so 5 cm. Ich hoffe, man sieht es. Nicht verdreht. Dann klappt man das Ganze zu und näht es gut fest. Da, wo das Band ist, ruhig 2-3 Mal drüber hingehen. Auch wieder mit einem geraden Stich. Am Anfang gut hin und her. Ich muss immer gucken, dass ihr gut im Bild seid. Wie gesagt, immer hilfreich mit Tesa anzukleben oder mit
Klebeband, muss kein Thema. So, jetzt habe ich hier das Band. Und dann gehe ich ein paar Mal drüber. Nicht immer auf der gleichen Stelle, sonst gibt es Löcher, sondern ein bisschen versetzt. So, dann gehe ich weiter runter, gucke, wo mein Band ist. Bei der Jeanshose haben wir ja keine offene Naht, außer ihr nehmt natürlich zwei Beine zusammen. Dann schließt ihr eine Naht und die andere ist noch offen. Da setzen wir uns direkt neben die Naht das Band außen. Das zeige ich aber auch noch. So, jetzt haben wir das. So, und jetzt lassen wir das auf links neben unseren Kreis und legen den auch links hinein. So, und dann nähen wir rundherum. Wie gesagt, man kann es wieder festkleben. Ab und zu muss man wegen der Größe, wenn es nicht hundertprozentig stimmt, nochmal eine kleine Falte nähen im Kreis oder im Körperteil von der Tasche. So, und dann legen wir es unten drunter. Wie gesagt, man kann es wieder fixieren mit dem Klebeband. Mit Stecknadel würde ich es bei Wachstuch gar keinen Fall machen. Bei der Jeans geht es auf jeden Fall super mit Stecknadeln. So, und dann nähen wir einmal rundherum. Schön aufeinander. Immer da dabei drehen. Und dann kommt der Boden ganz easy rein. So, und das machen wir jetzt. So, rundherum ist eingenäht. Wie gesagt, wenn der Kreis ein bisschen zu groß ist, einfach nochmal eine kleine Falte gelegt. Das ist gar kein Problem. Dann sitzt es. Jetzt können wir es rumdrehen. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man es gern verschließen möchte. Dann müssen wir noch Schlaufen dran nehmen. Muss man nicht, kann man. Dann zieht man durch die Schlaufen einfach nochmal ein Band. Geschenkband, Spitzenband, Schnürsenkel, egal was man hat. Ein dickes Wollband zum Beispiel, was man vorher noch flechtet oder mit den Fingern häkelt. Ich habe das Fingerhäkeln auch gezeigt von ganz dicker Wolle. Oder wenn man ein T-Shirt in Streifen schneidet, kann man dann mit dem Fingerhäkeln ganz tolle Bänder machen. So, und dann ist die Tasche soweit fertig mit der Außentasche. Wie gesagt, für Getränke oder die Schaufeln der Kinder, Regenschirm, egal was. So, und wie gesagt, man kann es noch verschließen, wenn man möchte. Dann muss man Ösen dran nähen. Ich finde, die sieht schon ganz cool aus. Die hat jetzt so ein langes Band, dass man es wirklich dann auch über die Schulter legen kann. Für die Ösen braucht man dann noch ein Stück Stoff, ungefähr 6 cm breit und so viele Schlaufen, wie ihr machen möchtet. Müsst ihr euch mal ausrechnen. Ich nehme jetzt erstmal einen Streifen, 6 cm breit und 45 cm lang. Und den nähe ich hier erst zusammen, wie das Trägerband vorhin, weil es muss schon ein bisschen was aushalten, ne? Dann schneide ich mir den ersten Stücke. Und dann schneide ich mir die in Stücke. Nächst aufeinander in der Mitte und dann nochmal. So, dann schneide ich mir die auf. Da auch die Hälfte. So, dann habe ich schon mal 4. Man muss einfach gucken, wie viele man haben möchte. Und die werden dann oben gleichmäßig eingesetzt. Na, wir haben oben das Teil. Wir nehmen das Bändchen, das
So, und jetzt muss man sich überlegen, möchte man es außen drauf setzen oder möchte man es innen hinsetzen? So, und dann näht man sich das fest. Ich setze jetzt außen drauf. Hoppla. Und dann werden diese Teile rundherum gesetzt mit einem Abstand von 10 bis 12 cm. Muss ja mal gucken, wie es euch am besten gefällt. Langsam jetzt nähen. Das ist dick. So. Also hin und her. Und dann habe ich eine Schlaufe drin. Dann mache ich die nächste. Und setze mir das rundherum. Also 6 bis 8 cm, man kann auch 10 bis 12 cm Zwischenraum machen. Und dann setzt man sich lauter Schlaufen. Wie gesagt, innen oder außen, wie es einem am besten gefällt. Das macht man jetzt als nächstes, wenn man es geschlossen haben will. Und man kann ruhig durchfahren, sozusagen. Und das ist das nächste, was wir machen müssen. So, im Hintergrund ist wieder meine Zimmeruhr zu hören. Heimische Singvögel. Zu jeder vollen Stunde singt ein anderer Vogel. So, dann gucken wir, wo das Band ist. Also ich habe jetzt einen Schnürsenkel, ne? Wir gucken, wo das Band ist. Und da fädel ich den ein. Da ist das Trageband. Hier fädel ich den Schnürsenkel ein. Mache einen Knoten. Sonst ist er immer weg. So, und dann kann ich das durch die Ösen durchfädeln und kann es damit zusammenbinden, dann ist es auch dicht. So, und wie das mit der Jeans-Tasche dann geht, das zeige ich im nächsten Video, sonst wird es einfach zu lang. Und ich habe es schon gesagt bekommen, meine Videos sind wirklich sehr lange und langatmig. Aber ich will, wenn ich sowas mache, dann auch wirklich richtig erklären und dass jeder mitkommt. Und deswegen mache ich dann mit der Jeanshose im extra Video. So. Und schon ist zu. Und sieht auch noch cool aus. So, so die Tasche ist jetzt ganz zusammengenäht. Hm? Popotasche. Tragegurt ist drin. Man kann auch zwei machen. Dann kann man das als Rucksack nehmen. Hatte ich ja auch gesagt. Das ist jetzt das Teil, wo die Reste vom Fuß, also vom Beinteil sind in der Mitte zusammengenäht, wie ich gesagt habe. Unten mit einem kleinen Zickzackstich neben der Naht, weil es zu fest ist, zugenäht. Die Naht hier so ein bisschen verdreht, also nach innen gemacht, so 2 cm, weil es zu fest ist. Und das kann man jetzt komplett so nehmen und hier einfach nochmal aufnähen, wenn man möchte. Ja, entgegengesetzt des Trägergurts hier nochmal hochgenäht aufeinander und dann hätte man nochmal eine Tasche, wo man Sachen einstecken kann. Richtig feste, richtig toll. Und so ist auch diese Tasche jetzt in Jeans-Optik fertig. Mit Zusatztasche oder ohne Zusatztasche und wie gesagt, auch gerne Upcycling in abwaschbaren Tisch stecken. Und da habe ich sehr meine Idee, meine Taschenidee, Entwurf und Fertigung hat gefallen. Du konntest das gut umsetzen, hattest auch Spaß am Upcyclen und kannst dafür viele praktische Sachen verwenden. In groß und klein und mittel, wie man es gerade braucht. Für den Strand, für Schwimmbad, fürs Picknick, als Wickeltasche und. Und dann alles Liebe und bis wieder mal. Tschüss. Und das ist die süße Nala. Die muss immer dabei sein. Na, hier hast du eine Zecke.